Hallo und herzlich willkommen zurück zur World of Warcraft Blizzard Original Lore. Mein Name ist Blackwitch und heute machen wir die Geschichte von Varian Wrynn. Und ja, wir haben heute auf jeden Fall wieder relativ viel Potenzial, 12 Seiten insgesamt. Und das Ganze wird heute auch in einem relativ neuen Design gestaltet, nämlich mit ein bisschen Musik im Hintergrund unterlegt, wie es ihr wahrscheinlich schon so ein bisschen hört. Relativ leise, mitschwellig. Ist ein kleiner Vorschlag gewesen und ich schaue einfach mal, wie das ankommt. Ich versuche das natürlich auch nochmal in der World of Warcraft NPC-Lore, die sich ein bisschen mehr angeschaut wird. Und dann schaue ich einfach mal, wie das Feedback so ist, ob das so gut ist oder ob das so schlecht ist. Aber nun starten wir erstmal mit der World of Warcraft Blizzard Original-Lore, Varian Wrynn, und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß damit. Etwas hatte König Varian Wrynn aus einem tiefen Schlaf gerissen. Reglos stand er im Dämmerlicht, als ein schwaches Tropfen in der Ferne von den Wänden der Burg Stummwind widerhallte. Schrecken überkam ihn, denn er hatte dieses Geräusch schon öfters gehört. Vorsichtig schob sich Varian zur Tür vor und presste sein Ohr gegen das polierte Eichenholz. Nichts, keine Bewegung, keine Schritte. Dann, ganz weit entfernt, das gedämpfte Geräusch einer Menge, die irgendwo außerhalb des Schlosses jubelte. Habe ich die heutige Zeremonie verschlafen? Wieder dieses merkwürdige Tropfen. Es hallte dieses Mal von eisigem Boden wieder, klar und nass. Varian öffnete langsam die Tür und spähte in den Gang. Der Korridor war düster und still. Selbst die Fackeln schienen in einem kalten Licht aufzuflackern, nur um sofort wieder zu erlöschen. Varian war ein Mann, der sich selbst nur wenige Gemütsregungen erlaubte. Doch jetzt spürte er ein Gefühl in sich aufkeimen, etwas Altes oder ganz Neues, vielleicht auch etwas Langes Vergessenes. Fast war es wie das Gefühl von kindlicher Angst. Er schüttelte den Gedanken schnell ab. Er war Logosch, der Geisterwolf, der kriegerische Gladiator, der sowohl Feinde als auch Freunde mit Furcht erfüllte. Und dennoch wurde er dieses tiefsitzende Unwohlsein und die Vorahnung von Gefahr nicht los, die sich jetzt seines Körpers bemächtigte. Als er in den Gang hinaustrat, bemerkte Varian, dass seine Wachen nicht auf ihnen gewohnten Posten standen. Sind denn alle mit den Vorbereitungen für den Tag des Gedenkens beschäftigt, oder steckt etwas anderes Schlimmes dahinter? Vorsichtig schlich er den schwach beleuchteten Gang entlang und betrat den großen vertrauten Thronsaal der Burg Sturmwind. Doch jetzt schienen seine Wände etwas anders zu sein, größer, düsterer und leer. Von der Steindecke hoch oben hingen mit dem goldenen Gesicht eines Löwen, dem Symbol für die Stärke und dem Stolz der großartigen Nation Sturmwind, bestickten Wimpelkette wie protzige Spinnenweben. In der Finsternis hörte Varian einen gedämpften Schrei und dann ein plötzliches Schlurfen. Blitzschnell richtete er den Blick auf den Boden, wo eine deutliche Blutspur in der Mitte des Raumes führte. Mit Mühe und Not erkannte er im Dunkeln zwei Gestalten, die wild miteinander kämpften. Als seine Augen sich endlich an das mangelnde Licht gewöhnt hatten, sah er einen Mann auf den Knien, blutverschmiert und verwundet. Über ihm hob sich die Gestalt einer Frau. Varian erkannte sie sofort. Ihr deformierter Umriss verriet die Erstellung ihres Körpers und ihrer Seele. Es war Garona die Halborkin, halb Dranai, halb Ork. Die Assassine, die Guldans kranker Geist erschaffen hatte. Ungläubig starrte Varian sie an. Frisches Blut troff langsam die Klinge der Halborkin bis zur rasiermeisterscharfen Spitze entlang und tropfte auf den Marmorboden, wo es fast anmütig wirkte. Kaminrote Blüten bildete. Wie eine Flutwelle traf Varian die Erkenntnis, die Rüstung, das feierliche Gewand, der Mann auf dem Boden war sein Vater, König Lane. Gauna schenkte Varian ein widerwärtiges, tränenverschmiertes Lächeln und stieß rasch ihre Klingel nach unten. Ein Blitz aus Stahl durchschnitt die Dunkelheit und grub sich tief in die Brust des knienden Königs. »Nein!« schrie Varian, warf sich nach vorne und zog sich über den blutgetränkten Boden, um seinen Vater zu gelangen. Das Gesicht der Halborkin verschwand langsam in der Dunkelheit, als er nach dem geschundenen Körper des Königs griff und ihn in die Arme schloss. »Vater!« flehte Varian und wiegte ihn sanft. Lanes Lippen zuckten vor Schmerz, als er ihn ansah. Dann öffneten sie sich, begleiteten von einem Schwall frisches Blutes. Mit einem erschreckenden Rasseln gelang es dem alten König, ein paar wenige brüchige Worte zu sprechen. »Dies ist das unvermeidliche Schicksal der Varian-Könige.« Mit diesen Worten verdrehte sich Lanes Augen und sein Kiefer fiel zu einem schrecklichen Gesichtsausdruck herunter. Tief in seiner Kehle entstand ein insektenartiges Vibrieren. Varian wollte den Blick abwenden, doch er schaffte es nicht. Im Schatten des gähnenden Mundes seines Vaters wand sich etwas Schimmerndes und Waberndes nach oben in der schwachen Dämmerlicht. Und plötzlich
brachen Mahnen aus der Kehle des toten Königs und verschlangen in Schwärmen von tausenden und abertausenden Lähens aschfahles Gesicht. Varian versuchte sich loszureißen, aber die Mahnen kamen auch über ihn wie eine Welle und verzerrten seinen Körper, während ein letzter Schmerzschrei seine Kehle entfuhr. Varian schreckte in seinem Stuhl hoch. Ein schrecklicher Schrei hallte immer noch in seinen Ohren. Er blickte sich um und fand sich in der Kartentisch in einem Privatgemächern oben in der Burg Sturmwind wieder. Warmes Sonnenlicht untermalte das Dröhnen eine jubelnde Menge, das durch die hohen Fenster nach innen drang. Die Feierlichkeiten zum Tag des Gedenkens sind im vollen Gange. In seinen Händen hielt er ein angelaufenes Silbermedaillon. Das Scharnier war fest verschlossen. Instinktiv versuchte Varian wie tausende Male zuvor, das Schmuckstück zu öffnen. Aber er hatte wie immer kein Glück. Die Tür flog auf und der Hochkommandant der Verteidigung von Sturmwind eilte herein. General Markus Jonathans Gesicht war zu einem alarmierenden Mask gefroren. »Stimmt etwas nicht, Eure Hoheit. Wir hörten einen Schrei.« Varian steckte das Medaillon schnell ein und stand auf. »Es ist alles in Ordnung, Markus.« Der König versuchte, seine Rüstung gerade zu ziehen und wischte eine Strähne dunkles Haares aus seinen müden Augen. Seine Finger wühlten die tiefen Falten, die die Sorge und der Schlafmangel der letzten Monate in sein Gesicht gegraben hatten. In den Wochen nach dem plötzlichen Angriff des Drachen Todesschwinge auf die Stadt und die Welt hatte er sich um einen Notfall nach dem anderen kümmern müssen. Sowohl er als auch der General hatten für den Feiertag ihre vollen Ornat angelegt. Mit seiner hochgewachsenen Gestalt und seinem scharfen Gesichtszügen sah General Jonathan so würdevoll wie nie zuvor aus. »Die Irrenzeremonie findet in 3 Stunden statt, Eure Hoheit«, begann Jonathan. »Seid ihr fertig mit eurer Rede?« Varian Blick fiel auf das leere Pergament auf dem Kartentisch. »Ich arbeite noch daran, Jonathan. Und irgendwie finde ich nicht die richtigen Worte.« Der Kommandant musterte ihn aufmerksam. Schnell versuchte Varian, das Thema zu wechseln. »Ist mein Sohn schon eingetroffen?« General Jonathan schüttelte den Kopf. »Niemand hat Prinz Audien gesehen, Eure Hoheit.« Varian bemühte sich, seine Enttäuschung zu verbergen, indem er aus dem Fenster an der Burg auf die darunterliegenden Höfe blickte. Dort wartete ein Meer von Leuten mit Flaggen und Wimpeln, die im Wind flatterten, und Kinder, die als ihre Lieblingshelden vergangener Tage verkleidet waren. Speisen und Met gestalteten sich zu fröhlichen Gelächtern. Der Tag des Gedenkens war zum Teil ein Trautag, zum Teil eine Feier. Doch Varian selbst hatte nie etwas Freudiges an diesem Ereignis finden können. Während er zusah, schob sich die Traube langsam zum Tal der Helden und den Statuen der großen Helden der Menschen vor, die den Eingang der Stadt Sturmwind zierten. Die Bühne für die Ehrenzeremonie war im Schatten dieser beeindruckenden Anführer errichtet worden. Heute würde man ihnen Respekt zollen und ihnen für ihre großartigen Taten danken. Jonathan fuhr fort. »Der Erzbischof wartet draußen und möchte euch bezüglich der Reparaturen an der Stadt und unserer Pflege der Verwundeten informieren, wenn ihr bereit seid, Herr.« »Ja, ja, gleich«, Varian winkte ihn fort. Jonathan neigte den Kopf, ging leise rückwärts aus dem Raum und schloss die Tür hinter sich. Varian versuchte sich auf einen anderen Gedanken zu bringen, zog das fein gearbeitete Medaillon wieder hervor und betrachtete sein verzerrtes Spiegelbild an der Oberfläche. »Die Welt hatte sich verändert, aber ich muss standhaft bleiben.« Varian blickte zu König Elaines Porträt über dem Kamin auf. Gerade heute musste der Anführer der Menschheit, der König von Sturmwind, der Fels der Allianz, sich von seiner besten Seite zeigen. Genau das würde sein Vater von ihm erwarten. Erzbischof Benedictus hatte seinen feinsten Ruhm und Schmuckstücke angelegt, um den Stolz des Volkes von Sturmwind an diesem herausragenden Tag zu repräsentieren. Neben ihm stand ein kleiner, schmuddeliger Mann, der ein großes Bündel zerknitterter Schriftrollen in den Arm trug. Benedictus blickte erwartungsvoll auf, als Varian aus seinen Privatgemächern trat. »Das Licht segne euch, König Varian«, er lächelte, als Varian die Treppe hinabstieg. »Und euch, Vater«, antwortete Varian, »ihr seid gekleidet, als müsstet ihr heute eurem Schöpfer gegenübertreten.« Benedictus schwang seinen Stab in einer gut geübten und ehrwürdigen Geste. »In diesen Zeiten müssen wir alle jederzeit bereit sein, dem Licht zu begegnen.« An der Seite des Erzbischofs zwinkerte der schäbig und nervös aussehende Bursche an seinem schweren Bündel aus Papieren und Stadtplänen. Varian erkannte ihn plötzlich als Baron Alextos, den Stadtarchitekten, mit dem ganzen Schlamm auf dem Gesicht und Kleidung war er kaum wiederzuerkennen. Varian bedeutete ihnen, ihm die Treppe hinabzufolgen. »Wie verlaufen die Reparaturarbeiten an der Stadt, Varos?« »Den Umständen entsprechend gut, Hoheit.« Varos nickte und versuchte verzweifelt, die Schriftrollen nicht fallen zu lassen. Benedictus streckte die Hand aus und klopfte dem Architekten freundlich auf den Rücken. »Er ist viel zu bescheiden, Eure Hoheit. Varos hier hat wahre Wunder gewirkt und einen Großteil von Sturmwind wieder in Ordnung gebracht. Ja, sogar beträchtliche Verbesserungen an der Stadt vorgenommen.« Erleichterung überkam Varian. Es war schön zu sehen, wie seine Berater ihren Optimismus wiederfanden. »Also, was ist am dringendsten?«
Der Architekt nickte und ging nervös dazu über, einen seiner Schriftrollen im Gien auszubreiten, woraufhin drei andere sich seinen Griff entwandten und auf den Boden kullerten. Verzeihung, Herr. Ja, das ist es. Varos zeigte auf einen Ort auf der Karte und hinterließ mit seinen erdverschmierten Fingern hässliche Schmutzflecken. Wir haben den Schaden an den beiden Haupttürmen am Eingang der Stadt untersucht. Er schüttelte den Kopf und atmete pfeifend aus. Dieser schwarze Drache muss sogar noch schwerer sein, als seine immense Größe es vermuten lässt. Wahrscheinlich liegt es an der Elementarrüstung der Bestie. Wir haben uns nach unten gekramt, der Schaden an den Turmfundamenten ist beträchtlich. Während er sprach, blätterte Varos durch weitere Zeichnungen. Das gleiche gilt für den Ostflügel der Burg hier und auch hier, sowie für ein paar der größeren Gebäude über dem Hafen, darunter auch die Überreste der... Der Architekt hielt inne. Es schien ihm großes Schmerzen zu bereiten, seine Liste fortzusetzen. Benedikte sprang ein. Und natürlich die Überreste der alten Kaserne und der schreckliche Krater dort, wo einst der Park war. Das Licht sei ihrer Seele gnädig. Ein Schatten der Trauer huschte über Baros verschmiertes Gesicht. Ich fürchte, es sind umfassende Reparaturen erforderlich und sie werden nicht billig. Varan richtete einen zornigen Blick auf den Architekten, als lange vergrabene Schmerzen sich an die Oberfläche drängten. Er spricht von Geld. In Zeiten wie diesen, weder Benediktus noch Baros schien seine Reaktion richtig zu deuten. Varian beschleunigte seine Schritte, um den wütenden Knoten zu vertreiben, der in seinen Magen wuchs. Auf den nächsten Absatz hielt der König inne und betrachtete den Schaden an seinem Schloss. Geröll bedeckte die Treppe, wo ein klaffendes Loch in die Wand den Blick auf den Himmel und die Stadt unter ihnen freigab. Während Varian die Trümmer ansah, warf Baros einen schnellen Blick in seine Papiere. Wir haben bereits Ersatzsteine aus dem Steinbruch dafür angefordert, Hoheit. Der Architekt blickte auf und erkannte die wachsende Veränderung seines Königs. Er versuchte, die Lage etwas aufzulockern. Wir haben das im Handumdrehen repariert. Schlösser sind ja schon zügig genug, auch ohne fehlende Wände, nicht wahr? Varian ignorierte ihn. Gedanken verloren, fuhr er mit der behandschuhten Hand über den rauen Stein, die wie von einem riesigen Biss aus dem Turm gerissen worden war. Und genau genommen lag die Wahrheit nicht weit entfernt. Der Handschuh des Königs traf auf etwas Scharfes. Er griff nach oben und zog an einem durchfächrigen Obsidiansplitter, der aus der beschädigten Wand ragte. Es war ein Stück der Elementiumrüstung des Drachen, ein fast zwei Hände langer, mitternachtschwarzer und rasiermesserscharfer Splitter. Er hatte sich tief in den Stein gekramt, doch mit etwas Anstrengung gelang es Varian, ihn zu lösen. Er hielt ihn vor sich, damit die Männer ihn sehen konnten. Dieses bösartige Wesen, dieser Todesschwinge, ist nicht die erste Bedrohung, die die Mauern Stubbins heimsucht. Sein starrender Blick grub sich direkt in den Schädel des Architekten. Wir werden alles wieder aufbauen und standhaft bleiben, so wie wir es immer getan haben, egal was es kostet. Und wir werden dafür sorgen, dass die schwarze Bestie den zehnfachen Preis dafür bezahlen wird. Der König blickte durch das gezackte Loch auf seine beschädigte Stadt. Sein Plattenhandschuh knirschte, als er seine Hand im Sturmzaum fest an die Rüstung des Drachen schloss. Unter ihm wiegten sich die Schiffsmasten des Hafens von Stürmwind wie Bäume in einem dichten Wald. Unzählige Schiffsrümpfe in allen Farben, Größen und Formen drängten sich an den Stegen. Am Tag des Gedenkens kamen stets Massen von Pilgern in die Stadt, um die Helden der Menschheit zu ehren und zu feiern. Doch so etwas hatte er noch nie gesehen. Während er da stand und schaute, glitt ein weiteres Schiff langsam in den Hafen und warf den Anker. Es war ein großes Schiff der Kaldorei mit violetten, parfümierten Segeln, dessen silberne, geschmeidige Verzierungen in der Sonne glänzten. Varian steckte sich den Splitter von Todesschwinge Rüstung unter den Gürtel und drehte sich zu seinem Berater um. Sind Sie dieses Jahr gekommen, um die Vergangenheit zu ehren oder weil Sie die Zukunft fürchten? Benediktus spähte an seinen König vorbei auf die vielen Schiffe. Sicherlich suchen viele von ihnen nach Schutz vor der Bedrohung des dunklen Lindwurms, Eure Majestät. Einige halten ihn sogar für einen Vorboten auf das Ende aller Zeiten. Varian schnaubte. Die wahnsinnigen Spinnereien einiger Schattenhammer-Kultisten sind nicht ein Wort und auch nur einen schlaflosen Nacht wert, Vater. Oder könnt ihr ihr Grewäsch für eure leidenschaftliche Predigen in der Kathedrale verwenden? Varian schenkte dem Erzbischof ein schiefes Lächeln. Was immer nötig ist, um die Leute zum Glauben zu bewegen und zum Handeln. Benediktus lächelte zurück. Das Volk von Sturmwind braucht ohne Zweifel Hoffnung, doch noch mehr braucht es einen Plan. Ich vertraue darauf, dass unser König uns allen etwas geben wird, an das wir glauben können.
wenn ihr heute eure Rede bei eurer Erzzeremonie haltet. Varian dachte an das, was er am Tag des Gedenkens sagen sollte. Welche Worte könnten die tiefen Wunden lindern, die in dieser Welt erlitten hat? General Jonathan erschien, verneigte sich höflich vor dem Erzbischof und wandte sich dem König zu. Verzeiht, Eure Hoheit, aber mir wurde aufgetragen, euch daran zu erinnern, dass die Ehrendelegation euch im Thronsaal erwartet. Jonathan versuchte zu lächeln, um seine Nachricht die Schwere zu nehmen. Varian zuckte zusammen. Er hasste seine offiziellen Pflichten, insbesondere den Punkt an das Gehabe an die Feiertage. Statt sich mit den Delegationen unträchtiger Diplomaten herumzuschlagen, wäre er lieber da draußen und täte, was ein Krieger am besten lag. Den Hort eines Drachen zu überfallen oder sich durch ein Meer von Dämonen zu metzeln, das wäre auch deutlich gesünder. Varian seufzte und ergab sich seinem Schicksal. Nun gut, General, bringen wir es hinter uns. Dana Pachtmeer stand im Thronsaal und betrachtete die illustrierte Versammlung von Adligen, Politikern und anderen Gesandten. Die große Halle der Burg Stummwind war in der Tat riesig, doch die parfümierte Meute aus Würdeträgern füllte den Raum fast zu Gänze aus und brachte die Luft zum Stehen. Ein Regenbogen aus Leuchten ergoss sich über den großen Bogengang und verschwand aus dem Blick. Als Regentin der Insel Terramor war Jaina Teil der Ehrendelegation und auserwählte, heute hinter dem König zu stehen, wenn er seine Rede zum Tag des Gedenkens hielt. Jetzt, da die Allianz an mehr und gefährlichen Fronten denn je kämpft, waren viele gekommen, um zu hören, was der große Anführer Stummwind gegen die jüngsten Weltkrise zu tun gedachte. Gen Graumine stand in der Nähe und musterte die Menge mit dem gleichen Feuer in den Augen wie sie selbst. Jaina blickte sich um und hoffte, Anduins Gesicht unter den anderen zu erkennen, doch der Prinz war nicht in Sicht. Sie fragte sich, ob Varian und der junge Prinz ihren kürzlichen Streit hätten beilegen können. Eine Meinungsverschiedenheit, die den Prinz von der Seite seines Vaters fort zur Weisheit des Propheten Velen in der Draenei getrieben hatte. Doch da sie die Sturheit Varians nur allzu gut kannte, wusste Jaina, dass der König des Kriegs bei immer nur in den Schilden seiner Feinde begrub. Nein, die verdächtige Abwesenheit Anduins war ein deutliches Zeichen dafür, dass der Bruch noch nicht geheilt war. Auf ihrer Seite seufzte Graumene ungeduldig. Die Versammlung hatte schon eine ganze Weile gewartet und um einen Blick auf das Zentrum der Macht Stummwinds und den berühmten Sitz des Löwens, den fein gearbeiteten Thron der Frinnkönige, gewetteifert. Jaina betrachtete die großen Katzen, die den erhobenen Sitz schmückten, als ob sie aufmerksam und wild ganz Elsort bewachten. Sie fragte sich, wie tief dieses Ideal, wo Varian als Kind eingepflanzt worden war, und wie dieser Druck sich auf sein Denken auswirken mochte. Es muss schwer sein, im Schatten von Helen aufzuwachsen, zu glauben, dass ein einzelner Mann ein solches Gewicht tragen kann. Ist Wahnsinn. Sie haben einst einen Mann geliebt, der genau unter so einem unmöglichen Lastbrauch zusammengebrochen war. Jaina sah die ratlose Menge an und ließ das Bild auf sich wirken. Sie hatte die beneidenswerte Gabe, Personen mit einem unglaublichen Tiefblick zu lesen, doch heute bedurfte es keinen besonderen Talents, um die greifbare Angst und Frustration in der Luft zu spüren. Sie hatte eine Quelle der Unzufriedenheit in der Menge ausgemacht. Sie stammte vor allem von einer Gruppe von Adligen und Gesandten, die einen Bären von einem Mann mit einem unglücklichen und ziemlich geröteten Gesicht umbringten. Lord Adlus Leskovar, Sohn des Verräters Gregor Leskovar, grübelt eindeutig über alles und jeden nach und sein Grübeleien schien die anderen im Raum anzustecken. Die Adligen hatten genug getrunken, um ihre Zungen zu lockern. So lauschte sie und vernahm immer wieder den Namen König Varians, der oft wie bitteres Gift ausgespuckt wurde. Jaina wusste, dass einiges, was diese Männer sagten, die Wahrheit entsprach. Varian konnte mitunter schwierig sein. Seine Hartnäckigkeit traf seine Freunde genauso wie seine Feinde. Doch sie wusste auch, dass der König im Herzen ein aufrichtiger Mann war. Er würde bereitwillig sein Leben geben, um sein Volk zu retten. Sein Antrieb waren uralte Glaubensgesetze, die heute nur noch wenige verstanden. Ein Verhaltenskodex, der mehr von seinen Anführern verlangte. Dieses Missverständnis hatte den König seinem Volk und selbst seinem Sohn langsam entfremdet. Und die Feinde des Königs nutzten es für ihre eigenen bösartigen Ziele. Jaina war immer König Varian, Wins Verbündete und vielleicht treueste Unterstützerin gewesen. Das Licht weiß, dass Varian es einem nicht einfach macht, sein Verbündeter zu sein. Und schon gar nicht sein Berater oder Freund, wenn man es mit dem Geisterwolf zu tun hatte. Dann musste man sich einem Herzen statt seinen Fängen zuwenden, das war Jaina bewusst.
Sie selbst war heute erneut gekommen, um zu versuchen, den König von seiner unnachgiebigen Haltung gegenüber der Horde abzubringen. Doch die angetrunkenen Gesandten und den hitzköpfigen Baron herum konnte ihre Vorhaben leicht in die Quere kommen. Sie zwang sich ein Lächeln aufzusetzen, als sie auf Baron Lescovar und seine Bälche zutrat. Was auch immer. Bagag zutrat. Gedenkt wo, Jaina verbeugt sich vor allen und begrüßt sie mit den traditionellen Worten dieses Feiertags. Gedenkt wohl, den er Pracht mehr. Der Baron blickte in seinen Verbündeten, dann wieder zu ihr, als könne er sich nicht entscheiden, ob die Gegenwart der Zauberer ein Zeichen von Unterstützung oder Gefahren sei. Jaina fühlte, wie sein Blick sie von oben bis unten maß, wie nur ein junger Baron es wagen würde. Sein Gesicht war grobschlächtig, egal in wie vielen teuren Pelzen und Seide er sich hüllen mochte, seine kalten Augen machten all die Eleganz, die seine Kleidung darstellen wollte, zunichte. Der Baron war argwöhnisch und sein Geist war so wankelmütig wie sein Körper. Was führt euch so weit über das Meer, wo eure eigene Heimat in Flammen steht? Jaina sah nun, dass der Baron betrunkener war, als sie gedacht hatte, und ignorierte seinen Angriff. Genau wie ihr bin ich gekommen, um den Helden der Vergangenheit meinen Respekt zu zollen, jedoch auch, um einen weisen Plan gegen die neuen Gefahren zu finden, die Allianz dieser Tage heimsuchen. Der Baron gab seinem Gefolge mit einer etwas ungeschickten Handgeste ein Zeichen. In der Tat, diese neuen Gefahren treffen uns alle, Reiche und Arm, Händler und Gesinde. Wie ist dazu gekommen, Zauberin? Wem sollen wir die Schuld geben? Jainas Gesicht blieb regungslos und unlesbar. Nach einer bedachten Pause begann sie zu sprechen. Die Führung der Allianz steht derzeit vor vielen Herausforderungen. Und ja, es gab einige Fehlentscheidungen und viele Lektionen, die es zu lernen galt. Doch wir haben auch große Siege errungen. Ein alter, sehniger Adliger drängte sich nach vorne und schüttelte frustriert das silberne Haupt. Wir sind es leid, dass die Kriege der Allianz unser Gold und unser Blut erschöpfen. Waghalsige Abenteurer und persönliche Racheverzüge vermindern nur unsere Chance auf Frieden und Wohlstand. Jaina hob sanft die Hand, um die aufbrausende Stimmung zu beruhigen. Viele haben ähnliche Bedenken geäußert, beispielsweise in Bezug auf die fehlgeleitete Feindseligkeit gegenüber der Horde. Ich, für meinen Teil, glaube, dass heutzutage gute Verbündete nur schwer zu finden sind, besonders da auch unsere Feinde sich ohne Unterlass zu vermehren scheinen. Der Baron legte seine feiste Hand auf ihre Schulter. Bei seiner Berührung lief es ihr eiskalt den Rücken hinunter. Ich glaube, wir haben hier einen Ork-Liebhaberin, Freunde. Das daraufhin folgende Gelächter roch nach abgestandenem Miet. Der Baron beugte sich zu ihr, viel zu nah, bis sie seinen heißen und spöttischen Atem spürte. Oder vielleicht steht euch der Sinn eher nach stinkenden Tauren? Jaina entwand sich elegant im Griff des Barons und setzte eine Maske des Mitgefühls für seine Bedenken auf. Der Allianz konnte sich derzeit keine weiteren Brüche erlauben, die sie schwächten. Azeroth hatte vor kurzem seine eigenen versteckten Sprünge gezeigt, wie die Welt im wahrsten Sinne des Wortes auseinanderriss. Sie versuchte zu lächeln und der Baron lächelte zurück, wie sie schweineartige Züge seines Gesichts nur unterstrich. Er zwinkerte ihr zu. Wir wissen, dass ihr dem König nahesteht. Ihr müsst ihn für uns zur Vernunft bringen. Sorgt dafür, dass König Vryn auf seine Adligen hört. Bewegt ihn dazu, uns, wo er kann, Frieden zu bringen und sicherzustellen, dass der Drache beseitigt wird, bevor es keine Stadt mehr gibt, mit der wir Handel treiben können. Ich verstehe eure Sorgen. Viele von ihnen sind auch die meinen. Dann tut eure Pflicht und nutzt euren Einfluss. Niemand profitiert vor einem sinnlosen Krieg, der derzeit Pläne des Königs sind. Sind was? Fragte eine tiefe Stimme hinter dem Baron. Alle Anwesenden drehten sich ruckartig um und erblickten König Vryn, der in der Tür stand. Das Stimmengewirr verstummte, als Varian in den Raum betrat. Bitte, Baron Lescovar, erleuchtet uns alle. Sagt uns, was meine Pläne bringen werden. Varians Blick war wie ein aufflammender Blitz, der sich tief in die Augen des Barons grub. Lescovar trat in unbewusster Unterwerfung zurück. Verzeiht, meine Hoheit, der Baron verneigte sich. Wir führten nur gerade eine lebhafte Debatte mit der geschätzten Anführerin Terramos. Varian ging auf den Baron zu und machte erst Halt, als er direkt vor dem Adligen stand. Nase an Nase, sprach der König mit leiser Stimme, doch sein Grollen war laut und deutlich zu hören. Als ihr noch ein Welpe im stinkenden Bau eurer Familie wart, habe ich bereits die Armee in Sturmwind zum Triumph geführt. Varian und Augen tanzten im Raum zu den anderen herum und forderten sie heraus, sich ihm zu stellen. Ich habe die Unseren über das Meer zu den kalten Hängen Nordends geführt, in den unheiligen Tiefen Unterstadts. Sieg um Sieg, und doch zweifeln so viele von euch an mir? Die Würdenträger scharrten voller Unbehagen mit den Füßen, doch niemand wagte es, auch nur ein Wort zu sagen.
Jaina war vor unterdrückten Zorn ganz außer sich, so viel zu dem Plan, die Fänge des Königs aus dem Spiel zu lassen. Varians blickte von Gesicht zu Gesicht. Also warum seid ihr heute gekommen? Um meine Zeit zu verschwenden? Um zu fordern, dass ich mir eure kindlichen Beschwerden über meine Mühen, die Welt zu retten anhöre, um euch zu beschützen? Stille. In den Augen des Geisterwolfes brannte jetzt das Feuer eines sengenden Glühens, das furchtlos in der Nacht strahlte und die Schatten vertrieb. Oder seid ihr gekommen, um Logosch selbst zu sehen, um aus der Nähe denjenigen zu betrachten, der mit dem gleichen Genuss wie seine Feinde Krieg führt? Viele begannen unauffällig den Raum zu verlassen, aber Varian war noch nicht fertig. Einige sagen, ihr seid nicht besser als die, die wir bekämpfen, dass ich ein Monster sei. Nun, wenn dem so ist, dann bin ich genau das Monster, das ihr braucht. Ich bin wild genug, um selbst der Dunkelheit Angst einzujagen. Ich bin der, der den Mut hat, alles zu tun, um die Menschheit vor dem Abgrund zu retten. Als Varian seine hitzige Rede beendet hatte, blickte er sich um und fand das vertraute Gesicht Anduins, das ihn vom anderen Ende des Thronsaals aus anstarrte. Sein Sohn war irgendwann während der Tirade des Königs eingetroffen. Der Schrecken auf dem Antlitz des jungen Prinzen zeigte deutlich, dass sich seit ihrer letzten Trennung im Streit nichts geändert hatte. Anduins Blick war voller Angst und Bestürzung und Varians Herz sank. Bin ich denn meinen eigenen Sohn zum Fremden geworden? Er versuchte, eine weiche Miene aufzusetzen, aber der König fühlte noch immer den Zorn unter seiner Haut brennen. Anduin ging langsam rückwärts, drehte sich dann um und verließ den Saal. Als Varian ihn gehen sah, verflog seine Wut wie Wasser in der heißen Sonne und hinterließ nichts als Leere. Varian setzte sich auf seinen Thron und bedeutete allen mit einer erschöpften Geste zu gehen. Die überraschten Zuhörer zogen sich langsam zurück. In ihren Herzen sowohl Angst vor der Zukunft als auch vor dem Anführer der Menschen. Nur Jaina und der Erzbischof blieben und musterten Varian argwöhnisch. Unbewusst griff der König in seine Tunika und berührte das silberne Schmuckstück in seiner Tasche. Die kalte Metalloberfläche kühlte die fiebrige Überzeugung, die immer noch in seinem Blut kochte. Varian wusste, dass niemand verstand, was er tun musste, was er sein musste. Niemand verstand ihn und das würde sich niemals ändern. Varian ging auf und ab wie ein Tier im Käfig, während Jaina und Benedictus ihn beobachteten. Er drehte das silberne Medaillon immer und immer wieder in den Händen. Mit demselben Zorn, der den König verzehrte, schlug die glänzende Kette um sich. Jaina und Benedictus standen hilflos daneben und versuchten, einen ruhigen Hafen im Sturm zu finden. Eines Tages wird der Prinz es verstehen, Hoheit, begann Benedictus. Seine Seele ist erleuchtet. Der Erzbischof wandte sich hilfesuchend an Jaina, doch bevor er sie etwas sagen konnte, schnaubte Varian. Ich hätte ihn niemals gehen lassen sollen. Adions Pflichten gelten seinem Volk, nicht den Drenai. Aber er ist noch jung, sagte Jaina. Anduin ist auf der Suche nach seinem Platz im Kreis. Er ist bestrebt herauszufinden, wer er wirklich ist. Varian hielt inne und starrte sie finster an. Wer er ist? Er ist der Erbe des Throns von Sturmwind und fast ein Mann. In seinem Alter war ich bereits ein Meister der Schwertkunst und bereit, mit den Feinden der Allianz eine Schlacht zu stellen. Jaina fragt vor seinem Zorn zurück. Ist denn das einzige Maß, wie früher tötet Varian? Sie versuchte, seinen wilden Blick mit ihrem eigenen Stand zu halten. Erkennt ihr nicht, dass Anduin einen anderen Pfad gewählt hat? Varian dachte nach. Ich habe mich mit Anduin zwar abgefunden, doch ich fürchte noch immer, dass er zu schwach ist, um zu reagieren. Wie ihr selbst gesagt habt, Erzbischof, leben wir in gefährlichen Zeiten. Es ist wahr, dass die Welt am Rande des Abgrunds steht. Der Erzbischof versuchte, seinen Worten vorsichtig mit den Händen ausdrucksvoll ein. Doch das Licht zeigte jedem von uns einen anderen Weg, wohin er auch immer führen mag. Spart euch eure Predigten, Benedictus. Der echte Welt vergibt nicht so bereitwillig wie eure Kirche. König zu sein ist eine gefährliche Aufgabe. Nur ein falscher Schritt und Menschen sterben. Benedictus trat vor und legte die Hand auf die Schulter des Königs. Ich weiß, dass ihr euch am Tag des Gedenkens noch mehr als an jedem anderen Tag für die Dinge in Schuld gebt, besonders für unseren Verlust. Fuhr er vorsichtig fort, für eure Verluste. Der König griff in einem Wirrwarr aus Gedanken und Sorgen verloren nach seinem silbernen Medaillon. Wenn Anduin nicht bereit ist, wenn er auf irgendeine Weise Schwäche zeigt, dann führt das. Varian brach abrupt ab und versuchte, seine Gedanken abzuschütteln. Jaina sprang ein, um den Schrecken zu vertreiben. Anduin hat diese Welt einer anderen Stärke zu geben, Varian. Er hat sich aus einem bestimmten Grund für die Priesterschaft entschieden. Er ist ein Heiler, der im Einklang mit dem Licht steht. Varian nickte. Was ihr sagt, ist wahr, Jaina.
Anduin war nie wie ich. Mit einem Seufzer setzte Varian sich hart auf seinen Thron. Ihr habt zuvor selbst davon gesprochen, mein König, begann Benedictus. Die Zeiten haben sich geändert und es ist offensichtlich, dass wir uns mit ihm ändern müssen. Das Zeitalter, in dem Herzen wie Lothars das einzige Weg waren, um zu überleben, ist vielleicht bald schon vorbei. Die Welt scheint sich nach etwas Neuem zu sehen. Varian blickte ihn an. In seinem Geist überstürzte sich die Ungewissheit so vieler Dinge. Die Grundfesten Azeroths waren vor kurzem bis ins Mark erschüttert worden und Teile davon waren abgebrochen worden oder ein für alle Mal verschwunden. Jetzt waren seine einsten festen Überzeugungen ins Wanken gekommen. Benedictus und Jaina schickten sich an zu gehen, doch der Erzbischof hatte noch eine letzte Bitte. Da wir gerade über Erneuerungen sprechen, Eure Hoheit, ich habe ein Geschenk für euch zu diesem Tag des Gedenkens. Eigentlich für euch und den Prinzen. Varian seufzte. Ich befürchte, dass ich heute allein eure Großzügigkeit entgegennehmen werde, Vater. Mein Sohn verspürte eindeutig kein Verlangen nach meiner Nähe. Benedictus lächelte. Lasst die Sorgen eures Herzens nicht berühren. Das Licht erhält selbst die dunkelste Nacht. Sucht ihr mich später auf? Ich glaube, mein Geschenk wird viele eurer Leiden heilen. Varian war davon nicht sonderlich überzeugt. Wo und wann, Vater? Wie ihr wisst, bin ich heute sehr beschäftigt. Der Erzbischof beugte sich zu ihm und flüsterte ihm den Ort ins Ohr. Varians Züge wurden hart, als er den Treffpunkt wahrnahm, doch nach einer Weile nickte er widerwillig. Als Jaina und der Erzbischof gingen, stellte Varian Benedictus eine letzte Frage. Sagt mir, Erzbischof, glaubt ihr, dass Anduin ein guter König sein wird? Der Erzbischof drehte sich um und nickte inbrünstig. Ohne Zweifel, Herr, wenn er die Hitze dieser Zeiten überlebt, verzweifelte Tage wie diese verbrennen alle Unreinheiten und lassen nur den stärksten Stahl zurück. Und Vrindkönige haben immer ihren Mut bewiesen, Hoheit. Er verneigte sich und zusammen mit Jaina ließ er Varian seinen Thron wieder zurück. Alleine mit der einsamen Bürde des Oberbefehls, die dem König nur allzu vertraut war. Als Varian den Friedhof der Stadt betrat, versank die Sonne bereits langsam am Horizont und warf warme, goldbraune Strahlen über die hohen Türme der Kathedrale und die stillen Grabsteine. Trauer überflutete ihn wie eine Woge, als er an den nur allzu vertrauten Gedenktafeln den Pfad entlang schritt, den er schon an so vielen Tagen des Gedenkens zuvorgegangen war. Der würzige Geruch frischer Veilchen drang an seine Nase und beschwor Erinnerungen an den wundervollen Duft seiner Frau Tiffin. Ihr unbeschwertes Lachen, ihr liebevolles Lächeln. Er näherte sich den Steinlöwen, die das Grab seiner Frau bewachten, setzte seine Schritte wie in Trance, als lange verlorene Erinnerungen sich in seinem Geist überschlugen. Goldene Lichtstrahlen spiegelten sich auf der bronzenen Tafel des Grabmals wieder. Varian las die letzte Zeile der Inschrift. Denn unsere Welt erkaltet ohne euch. Er fühlte, wie die bittere Wahrheit sein Herz überflutete. Du und Anduin sind die einzigen Dinge, die mir je Wärme gegeben haben, Tiffin. Er hörte Schritte hinter sich und drehte sich um. Verwundert sah er, wie Benedictus und sein Sohn sich näherten. Die Freude über den Anblick des Prinzen schwand schnell, als er die Bestürzung auf Anduins Gesicht und die beschneidenden Blicke, mit denen der Prinz den Erzbischof bedachte, bemerkte. Varian war überrascht, wie sehr Anduin doch gewachsen war. Oder spielte ihm das Licht einen Streich? Der Prinz legte seinen Bogen und Köche frustriert auf die andere Schulter und sah den Priester verdrießlich an. Als ihr mich gebeten habt, euch zu begleiten, Erzbischof, habt ihr wohl vergessen zu erwähnen, dass mein Vater uns Gesellschaft leisten wird. Benedictus lächelte den Jungen an. Manchmal, werter Prinz, müssen wir ein paar Geheimnisse wahren, um die Welt zu heilen. Varian fühlte, wie die Vaterrolle ihn übermannte. Er wollte dem Jungen sagen, dass er sich nicht so närrisch aufführen und erwachsen werden solle. Er wollte Anduin befehlen, im Sturm mitzubleiben und seine Pflichten als Prinz und Erbe zu erfüllen. Doch er wusste, dass dies nur zu dem gleichen wütenden Ende führen würde wie zuvor. Je härter er den Jungen anfasste, desto weiter trieb der Anduin von sich weg. Dies ist also euer Geschenk zum Tag des Gedenkens, Erzbischof? König Vrin gab sich Mühe, so sanft wie möglich zu sprechen. Ein überraschendes Familientreffen? Unbewusst wanderten seine Augen zu Tiffins Grab, um sie mit einzubinden. Der Erzbischof schaute die beiden an und schien zufrieden. Zum Teil, aber das ist noch nicht alles. Erinnert euch an die Aufgaben, die ihr mir vor langer Zeit direkt nach Tiffins Tod übergeben habt? Varian dachte einen Augenblick nach. Er war schon so lange her, so viel war nach dem Tod seiner Frau geschehen, so viel hatte sich verändert. Hatte sich so viel verändert, würde Tiffin den Mann, der aus ihm geworden ist, überhaupt noch lieben können? Benedictus streckte die Hand aus und reichte Varian einen glänzenden Silberschlüssel.
Varian war überrascht, wie schwer der kleine Gegenstand in seiner Hand wog. Anduin wusste sofort, was es war. Der Schlüssel zu Mutters Medaillon. Varian war sprachlos. Er suchte nach Worten. Ihr habt ihn gefunden? Wie? Ja, Herr, wie ihr es befohlen habt. Verzeiht, dass meine Suche so lange gedauert hat. Aber ich dachte mir, dass heute ein guter Tag wäre, um euch beiden die Erinnerung zurückzubringen. Benedictus tätschelte den Kopf des Prinzen. Varian fühlte, wie etwas tief in seinem Inneren sich regte. Vielen Dank, Benedictus. Ihr seid ein rechtschaffener Mann. Ich wage kaum, mir auszumalen, was ich ohne euch täte. Der Erzbischof neigte den Kopf. Bitte, erlaubt mir nun, euch alleine zu lassen. Er wandte sich zum Gehen und hob seinen Arm ein letztes Mal zum Abschiedsgruß. Friede sei mit euch, sagte er und verstand den Pfad entlang in seinem Heim. Varian stand da, drehte den Silberschlüssel wieder und wieder in den Händen und wunderte sich über die merkwürdige Verabschiedung des Erzbischofs. Schließlich bemerkte er, dass Anduin ihn beobachtete. All die schroffen Dinge, die er seinem Sohn sagen wollte, waren jetzt nicht mehr von Bedeutung. Er erkannte, dass nur eine Sache wahr war. Anduin war wichtiger als alles andere. Es war so klar und deutlich. Der Prinz drehte sich zum Grab seiner Mutter und starrte es gedankenvoll an. Endlich unterbrach Varian die Stille. Es ist schön, dich zu sehen, mein Sohn. Du bist wohl mindestens einen Kopf gewachsen, seit... Varian riss sich zusammen. Die Nahrung der Dranai scheint dir gut zu bekommen. Meister Velen sagt, dass ich in allen Richtungen wachse, antwortete Anduin, den Blick noch immer auf das Grab der Mutter gerichtet. Velen erinnert mich stets daran, dass jeder von uns in jede Richtung wachsen muss, jeden Tag. Varian nickte. Ein weiser und wertvoller Rat, besonders für einen König oder zukünftigen König. Anduin zuckte bei diesen Worten zusammen und schaute seinen Vater aus blitzenden, tiefblauen Augen an. Stirbt die Welt, Vater? Die Eindringlichkeit dieser Frage brachte Varian aus dem Konzept. Sie erinnerte ihn an die unschuldigen und doch tiefgründigen Fragen, die Anduin als kleines Kind immer gestellt hatte. Selbst damals war die tiefe Weisheit des Jungs offensichtlich. Varian gab sich Mühe, vorsichtig zu antworten. Ich bilde mir über derlei Dinge keine philosophischen Ansichten, aber ich weiß, dass die Welt sich immer weiter dreht, genau wie die Jahreszeiten. Alles hat seine Zeit und im Kreislauf der Erneuerung müssen alle Dinge kommen und gehen. Er überlegte, wie er es besser beschreiben konnte und zog sein Schwert. Es ist wie bei einer großartigen Waffe, Sohn. Die Klinge muss ab und zu erneuert werden, damit sie ihre ganze Macht behält. Velen sagt das Gleiche. Er sagt, dass Tod und Wiedergeburt Teil desselben Sternrads sind und sein Volk hat den Lauf der Zeit wie kein anderes verfolgt. Dann weiß er sicher, dass Könige und Königreiche kommen und gehen, aber Wahrheit, Ehre und Pflicht ewig sind. Und Liebe, sagte Anduin, während er seinen Vater einen vorsichtigen Blick zuwarf. Der König dachte darüber nach und nickte. Ja, auch Liebe. Ich glaube, dass die Liebe aller überdauert, fuhr Anduin fort. Plötzlich wusste Varian, was er zu tun hatte. Er hielt das silberne Medaillon in der Hand und sprach noch bevor er wusste, was er sagen würde. Ich habe das Medaillon deiner Mutter all die Jahre als Erinnerung an meine Aufgaben als König aufbewahrt. Es sollte mich daran erinnern, dass jede Tat Konsequenzen hat und ein Anführer mit seinen Entscheidungen leben muss. Ob sie gut oder schlecht sein mögen, denn so viele verlassen sich auf ihn. Er streckte Anduin das Medaillon entgegen. Ich will, dass du... Er unterbrach sich. Ich meine, ich dachte, vielleicht willst du es ja haben, wenn du möchtest. Anduin nickte und Varian legte Tiffins Medaillon behutsam um den Hals seines Sohnes. Der Prinz hielt das Schmuckstück in den Händen und fuhr mit den Fingern über die Gravur, genau wie Vater es so viele Jahre getan hatte. Als Varian ihm den Silberschlüssel reichte, schien die Zeit stillzustehen. Selbst der Windhauch auf dem Friedhof hielt aus Ehrfurcht vor diesem Moment den Atem an. Varian hatte das Gefühl, als würde er eine Art Fackel weiterreichen, ein Gefühl der Zugehörigkeit, ein mächtiges Symbol des Wachstums und Erwachsenseins, das sein Sohn auf irgendeine Weise in die Zukunft helfen würde. Es gehört jetzt dir, sagte er. Du kannst es öffnen, wenn du dazu bereit bist. Anduin dachte einen Moment nach und streckte den Silberschlüssel dann in seinen Beutel. Er würde einen passenden Moment finden, um seinen Frieden mit der Vergangenheit zu schließen. Sie hat dieses Medaillon geliebt, Anduin, sagte Varian. Sie liebte die Schönheit und das Volk des Sturmwinds. Und am allermeisten liebte sie dich. Anduins Augen füllten sich im Licht der Nachmittagssonne mit Tränen. Varian sah seinen Sohn eindringlich an und erkannte in ihm mehr als je zuvor. Ich war ein wenig blind, den Mann zu übersehen, der aus dir geworden ist. Jetzt konnte der Junge die Tränen nicht mehr zurückhalten. Zusammen mit den Worten, die er immer hatte sagen wollen, schossen sie aus ihm heraus.
Ich wünschte so sehr, ich wäre die ähnliche Vater. Ich will wirklich ein großartiger König sein, aber ich bin nicht so stark. Wütend wischte er sich die Tränen aus dem Gesicht, als seien sie ein Zeichen der Schwäche. Vare nickte den Arm um seinen Sohn. Nein, Anduin, du bist viel mutiger als ich, und dieser Mut stammt tief aus deinem Herzen. Weißt du noch, was dein Onkel Magni immer sagte? Stärke gibt es in vielen Formen. Gemeinsam beendeten sie die Zeile, sowohl klein als auch groß. Die warme Erinnerung zauberte ein Lächeln auf Anduins Gesicht. Varian fuhr fort. Ich mag starr und unbeweglich dem Sturm trotzen, aber du spürst den Wind, biegst dich mit ihm und machst ihn zu dir zu eigen. Und genau das macht dich unzerbrechlich. Varian drehte sich zu Tiffins Grabmal. Deine Mutter war genauso. Sie war eine Meisterin der sanften Überredungskunst und ihre Liebe bewegte die ganze Welt. Der Prinz starrte auf die letzte Ruhestätte seiner Mutter und kämpfte gegen einen neuen Schwall aus Tränen an. Varian merkte, wie er ohne nachzudenken sprach, nicht als König von Sturmwind, sondern einfach als Vater zu seinem Sohn. Es ist gut, dass du um sie weinen kannst, Anduin. Diese Stärke hatte ich nie. Der Junge stand ein paar Augenblicke reglos da und betrachtete das Grab der Mutter, der ihre Liebe galt und die sie noch fester verband als Blut. Ich vermisse sie, sagte Anduin schließlich. Ich weiß, dass ich nur ein Baby war, aber ich kann sie immer noch spüren. Und genau deshalb wirst du der großartigste aller Vrin-Könige werden, antwortete Varian und klopfte seinen Sohn liebevoll auf den Rücken. Er wünschte, dass dieser Moment ewig werden könne, doch ihm war bewusst, dass dies nicht möglich war. Er schaute auf und beobachtete scharf seine Umgebung. Also sag mir, aus welcher Richtung wird der Überfall deiner Meinung kommen? Anduin wischte seine Tränen fort. Sie beobachten uns schon eine ganze Weile. Wer sind sie? Varian überlegte. Wahrscheinlich Auftragsmörder. Bestimmt wollten sie sich den Trubel des Feiertags zunutze machen. Eine gute Gelegenheit, wo die Anführer Sturmwinds sich gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten. Nun, wie lautet dein Plan? Anduin versuchte sich unauffällig umzusehen. Sie werden von Osten her zuschlagen und versuchen, den Hauptzugang zu decken. Wir werden es mit einem Angriff von reiner Stärke zu tun haben, nicht mit List. Wenn wir uns mit dem Rücken zum Westfall stellen, können wir ihnen ebenbürtig gegenübertreten. Varian konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Beeindruckend. Also hast du den langweiligen Lektionen, die ich dir erteilt habe, doch gelauscht. Du hast mir mehr beigebracht, als du vielleicht weißt, Vater. Varian nickte und Anduin grinste. Etwas Unausgesprochenes geschah zwischen ihnen, etwas, das keiner Worte bedurfte. Plötzlich durchschnitt das Donnern von Raketen die Stille. Magische Geschosse flogen über dem Tal der Hellen hoch in die Luft und explodierten in blühenden Kaskaden aus Farben und Formen. Die Abschlusszeremonie des Tages des Gedenkens hatte begonnen. Doch das Feuerwerk war gleichzeitig ein Signal für etwas anderes. Überall um sie herum traten gefährlich aussehende Männer aus ihrer Deckung. Jeder von ihnen trug hässliche Waffen und das grimmige Gesicht eines Auftragsmörders, dessen Klinge nach Blut dürstete. Varian drehte sich zu seinem Sohn um und schien den Moment fast schon zu genießen. Wie es aussieht, werde ich zu meiner eigenen Rede zu spät kommen. Die Angreifer schoben sich näher an die beiden Männer heran. Varian zählte 10 von ihnen. Kein Problem, dachte Varian, bis Anduin zum hinteren Bereich deutete, wo ein weiterer Mann hinter einem Baum hervortrat. Es handelte sich um einen mächtigen Zauberer, auf dessen dunkelvioletten Roben Schutzzauber glühten, um einen knorrigen Stab kreisende Energie ruhen. Der da gefällt mir gar nicht, sagte Varian und zog sein Schwert. Anduin nickte, löste seinen Bogen und legte einen Pfeil auf. Sie beobachten, wie der Zauberer seinen Stab schwang. Ein großes, leuchtendes Oval in der Luft zeichnete einen rituellen Worte der Beschwörung zu singen begann. Weitere Raketen erhellten den Himmel über ihnen, als die Angreifer sich plötzlich auf den König und den Prinzen stürzten. Die Explosionen übertönten die rauen Kampfschreie der Auftragsmörder, als in einem heftigen Aufeinandertreffen von Stahl, Funken und Blut sprühten. Und von jeder Seite des Sees von Sturmwind erschallten die stolzen Stimmen von Vater und Sohn im Einklang. Für die Allianz! Eine bunte Masse von Leuten drängte sich um die großen Statuen entlang der Brücke über das Tal der Hellen. Die Menge bejubelte das magische Feuerwerk der Zauberer enthusiastisch, während die Explosionen zwischen den Mauern der Stadt und dem Burgkram widerhallten. Schneider, Schmiede, Köche, Händler und Soldaten standen einmütig Schulter an Schulter auf der Brücke und bis hin zur Straße nach Goldheim. Alle genossen das Spektakel und amüsierten sich köstlich. Doch die Gesandten der Ehrendelegation auf der Bühne konnten ihre Freunde nicht heilen. Als nächstes sollte König Vrin zum Volk sprechen, doch er war spurlos verschwunden.
Jaina und Matthias Shaw warfen sich beunruhigende Blicke zu, als Feldmarschall Afrasiabi am Podium stand und der Menge zuwinkte, dem Feldmarschall war die größte Ehre zuteil geworden, König Frinds Rede heute anzukündigen. Doch als das Feuerwerk sich dem Ende neigte und der König von Sturmwind immer noch nicht in Sicht war, gerät die Zeremonie aus den Fugen und Afrasiabi gefiel es gar nicht, wenn ein Plan aus den Fugen geriet. Der Feldmarschall drehte sich um und knurrte. Verdammt nochmal, wo steckt er denn nur? Aula auf der Bühne zuckte mit den Achseln. Afrasiabi warf dem Publikum ein flüchtiges Lächeln zu und drängte sich dann zu den Gesandten des Staatsoberhaupter. Die Delegation selbst war aufgebracht und diskutierte erbost jede Möglichkeit und Eventualität. Einige der Adligen forderten, dass die Zeremonie weitergehen solle, ob mit oder ohne König. Andere bestanden darauf, auf ihren Anführer zu warten, ganz gleich wie lange es dauern würde. General Jonathan, ganz der Taktiker, hatte einen Kompromiss erdacht. Feldmarschall, ich schlage vor, dass ihr eine kleine Verzögerungsmaßnahme einleitet. Täuschen und tricksen. Haltet die Stellung, während wir nach dem König suchen. Jaina und Matthias nickten zustimmend. Diese neue Strategie sagte dem Feldmarschall noch weniger zu. General, ich bin Kommandant der königlichen Armee, kein Zirkusartist. Er blickte die anderen mürrisch an, doch fand nur verzweifelte Gesichter, die alle erwarteten, dass er sich zum Wohl der Allgemeinheit opferte. Aber ich bin nicht vorbereitet, protestierte der Feldmarschall. Improvisiert einfach, lenkt sie ab, unterhaltet sie, schulte ein aufmunterter Chor entgegen. Hinter ihm rumorte die Menge erwartungsvoll und schließlich gab Afrasiabi seufzend nach. Mit misstrauischen Murmeln fand er sich der unruhigen Menge zu. Immer diese verdammten Massenveranstaltungen. Der Hochkommandant der Streitkräfte von Sturmwind zwang sich zu einem Lächeln, das selbst die glänzenden Medaillen an seiner Rüstung überstrahlte und begann das Publikum mit einer seiner Lieblingsthemen zu ergötzen. Dampf, Panzer, Belagerungstaktiken und deren Feinheiten. Varian Wirn bewegte sich so rasant wie ein Wildelementar, sprang herum und wirbelte in alle Richtungen, um seinen Sohn um jeden Preis zu beschützen. Ein Moment stürmte er nach links und schwang sein Schwert in weiteren Bögen, um die Reihen der Angreifer zurückzudrängen. Und schon fing er eine weitere Gruppe ab, die Anduin von der anderen Seite auf den Leib rückte, wobei seine wilde Klinge Charlemagne tödlich herabsauste. Sie hielten sich mit dem Rücken zu steinernen Mauern und bemühten sich, die Angriffe abzuwehren. Doch trotz all ihrer Anstrengungen gelang der König und der Prinz nicht in die Nähe des Zauberers. Dieser war eindeutig damit beschäftigt, etwas nach Sturmwind zu beschwören. Von Minute zu Minute wuchs sein Portal weiter. Varian parierte die Axt eines Angreifers und nahm den Auftragsmörder mit einem krachenden Gegenschlag sowohl die Waffe als auch den Arm ab, der sie hielt. Varian sprang vorwärts, um seinen Vorteil auszunutzen. Doch sobald er in die Nähe des Beschwörers vorrückte, machten die Angreifer sich Varians Angst um seinen Sohn zunutze und bedrängten den Jungen. Dem König war klar, dass die Mörder nur mit ihm spielten, bis etwas weiteres durch das Portal gelangen konnte. Er wagte nicht sich vorstellen, was es sein mochte. Varian warf einen schnellen Blick auf seinen Sohn und wurde von unabhängigem Stolz erfüllt. Der Prinz hielt mutig die Stellung und schoss einen Pfeil nach dem anderen in die Reihen der Angreifer. Viele der Auftragsmörder waren bereits mit gefliederten Schäften gespickt, doch nur drei von ihnen waren gefallen. Hier war düstere Magie am Werk. Anduin wich geschickt einem Dolch aus und landete neben Varian. Auf ihm liegt ein Schutzzauber, Vater. Achtung! Varian drehte sich zu seinem Sohn um. Bleib dicht bei mir. Wir müssen diesen Zauberer erreichen, bevor er sein Werk vollenden kann. Anduin nickte. Dieses Schutzspiel kann man auch zu zweit spielen, sagte er und hob die Hand. Er murmelte ein Gebet und sprach ein schützendes Machtwort. Wie ein Donnerschlag hallte es vom Himmel wieder. Varian spürte, wie die Haare in seinem Nacken sich aufstellten, als ein göttlicher Energieschild ihn umschloss. Er warf seinen Sohn ein wölfisches Grinsen zu und widmete sich dann zwei sehr unglücklichen Schurken, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Mal sehen, ob ihr auch dagegen geschützt seid, brüllte Varian. Er stürmte nach vorne, sprang hellenhaft in die Luft und führte sein Schwert in einem grausamen Schlag nach unten. Charlemagnes glänzende Kugel zog einen gleißenden Lichtbogen durch die Luft, als die Klinge einen überraschenden Assassinen Kopf bis zum Magen durchtrennte. Der leblose Oberkörper fiel in zwei blutige Hälften auseinander. Doch noch bevor die Überreste des Angreifers den Boden berührten, hatte Logosch sich schon seinem nächsten Opfer genähert, schwang die Klinge und machte ihm so schnell wie dem anderen den Garaus. Anduin schoss weitere Pfeile und hielt seinem Vater die Flanken frei. Gemeinsam bewegten die Herrscher Sturmwinds sich mit schneidenden Klingen und schwirrenden Pfeilen vorwärts und durchbrachen die Reihen der Verteidiger auf dem Weg zum immer verzweifelt werdenden Zauberer. König und Prinz bildeten ein perfektes Team. Varian schlug mit einer unendlichen scheinenden rohen Gewalt zu, während Anduin seine beißenden Pfeilspitzen genauso versenkte, wo sie den größten Schaden anrichteten.
Schnell erkannte der Zauberer, dass seine Erfolgsaussichten auf höchste Eile beruhten. Also verdoppelte er seine Anstrengungen und jagte noch mehr violette Energien zügelnd an das glühende Feld, und da nahm etwas Großes und Schreckliches im wimmelnden Nether das Portal langsam Form an. Er ist nicht in der Festung, ich habe alles abgesucht, sagte General Jonathan von der Suche noch ganz außer Atem. Jaina sah Matthias an und runzelte die Stirn. Das sieht ihm nicht ähnlich. Wo könnte er denn sonst sein? Und wo ist der Prinz? Diese Frage versetzte den General noch mehr in Aufruhr. Sowohl der König als auch der Prinz werden vermisst? Das ist eine Katastrophe! Shaw schüttelte den Kopf. Weitet die Suche aus, General. Ich verständige das SE-7. Ich sehe am Hafen nach, sagte Jaina und verschwand in einem Blitz aus weißem Licht. Jonathan blickte finster rein und wandte sich zum Gehen. Und General, sagte Shaw mit tiefer Sorge in den Augen, als er nach Jonathans Arm griff. Haltet euch bereit, Alarm zu schlagen. Ich fühle, dass etwas Bösartiges auf uns zukommt. Der König war zum wilden Wolf geworden, der jeden Verteidiger zur Strecke brachte, der ihm in die Quere kam. Manchmal auch zwei oder drei gleichzeitig. In seinen Augen fackelte Blutdurst, als er sich langsam zum Zauberer vorarbeitete. Nach einem wahren Hagel an Angriffen standen nur noch drei Verteidiger zwischen ihm und seinem Ziel. Andyn spannte und schoss Pfeile mit der ruhigen und geübten Hand eines Meisters. Die schellenden Schäfte trafen einen der letzten Verteidiger mit tödlicher Genauigkeit und grummen sich tief in sein Fleisch. Der Schurke brach nach an Ort und Stelle tot zusammen. Andyn blinzelte überrascht. Der Schildzauber war offensichtlich verblasst. Der Magier hatte sich voll darauf konzentriert, jedes kleine bisschen seines Manas in das Portal zu pumpen, ohne sich länger um das Wohl seiner Kameraden zu kümmern. Die letzten beiden Assassinen schauten den Zauberer bestürzt an. Da erkannte Varian seine Chance. Im blinden Rausch schoss er sofort zu den beiden auf und kreuzte mit beiden Schurken gleichzeitig die Klinge. Schleuderte sie in wilder Raserei rückwärts. Sein Überraschungsangriff hatten die beiden wohl verblüfft. Nur einen kurzen Moment lang ließen sie ihre Verteidigung sinken, doch dieser Moment war alles, was Varian brauchte. Mit einem Kriegsschrei aus den Tiefen des Mahlstroms schleuderte Varian seine Klingen wie in einem Wirbelwind umher, zerriss ihre Rüstung und zertrennte beide Auftragsmörder gleichzeitig die Köpfe ab. Noch immer waren Schock und Angst auf ihren Gesichtern zu lesen, als die Schilde auf den Boden fielen. Varian hielt inne, atmete schwer und wandte sich dann dem Zauberer zu, der nur noch ein paar Schritte entfernt war. Der Magier bleckte triumphierend in Gelbzähne. Zu spät, euer Untergang ist! Bevor der Beschwörer seine Pforte vollenden konnte, stürmte Varian erneut los und holte mit dem Schwert aus, während Andyn einen grausamen, direkten Pfeil über die Schulter seines Vaters schickte. Zur Überraschung versuchte der Zauber nicht einmal, sich zu verteidigen. Seine einzige Sorge bestand darin, den Portalzauber zu beenden. Und so opferte er sein Leben, als die Pfeilspitze seinen Hals durchschnitt und Varians Klinge in seine Brust krachte. Ein siegessicheres Lächeln sprang auf dem Gesicht des Zauberers, als er tot zu Boden fiel. Er hatte seine letzten Beschwörungsformel gesprochen. Das Portal posierte nun vor Energien und gab den Blick auf eine dunkelmassige Gestalt frei, die sich darauf zubewegte. Zurück, Anduin! Schrie Varian. Mit einem Blitz auf gleißendem Licht trat das riesige Wesen aus dem Portal nach Sturmwind. Anduin keuchte erschrocken und Varian nahm sofort eine Verteidigungshaltung ein. Vor ihnen stand der große Drakonide, den sie je gesehen hatten. Das hünenhafte Monster, halb Mensch, halb Drache, war von Kopf bis Fuß in eine enorme violette Rüstung gehüllt, die das Zeichen des Schattenhammerkults trug. Schutzzauber zuckten um die dicken Platten. Der Drakonide zog kolossale Zwillingsengte hinter dem Rücken hervor und bellte eine Herausforderung, die die Bäume erzitterten und Anduin das Blut in den Adern gefrieren ließ. Varian trat zwischen das Monster und seinem Sohn und blickte dann über die Schulter zum Prinzen. Bleib hinter mir, Anduin. Egal was passiert, verstanden? Bleib zurück. Dieses Wesen, dieses Ding ist etwas anderes. Der Prinz hatte nicht einmal Zeit, um zu nicken, bevor der Drakonide vor Zorn aufheulte und auf den Jungen losstürmte. Und mit der Entwicklung des transversalen glimmerischen Dampfkrobels brummte der Feldmarschall monoton weiter und blickte über die Schulter in die Hoffnung, der König wäre endlich eingetroffen. Mit dieser erstaunlichen neuen Ritze-Welle-Verbindung könnte der druckgestürzte Belagerungsmaschinen 7 Zylinder schwere Geschosse verschließen, sogar in den eisigen Weiten von Eiskronen. Feldmarschall Afrezabi hielt inne und wartete, dass die Menge sich von dieser Tatsache genauso beeindruckt zeigte wie er selbst. Das Volk von Sturmwind verlieh seiner Begeisterung mit absoluter Stille Ausdruck. Selbst ganz weit hinten hätte man im Stecknadel fallen hören können. Der Feldmarschall drehte sich um und zuckte resigniert mit den Achseln. Die Adligen waren außer sich. Einer platzte heraus. Bitte, kann nicht jemand etwas unternehmen? Das ist ein Desaster. Wo ist der König? Die Gesandten begannen alle gleichzeitig zu sprechen. Sie hatten schon eine ganze Weile geflüstert und sich gestritten. Doch nun waren sie sich einig. Sie wandten sich an Benediktus. Wir haben beschlossen, dass der Erzbischof anstelle des Königs sprechen soll. Benediktus winkte ab. Nein, nein, ihr ehrt mich. Aber das steht mir nicht zu. Lasst uns warten und schauen, was mit dem König geschehen ist.
Aus der Menge ertöteten Buhrufe und verärgertes Zischen. Feldmarschall Afrisaba verließ seinen Posten und setzte sich verärgert hin. Pff, ich gewinne Schlachten, keine Herzen. Eine beginnende Unruhe machte sich in der Zuschauermenge bereit. Langsam dämmerte den Leuten, dass etwas nicht stimmte. Gesprächsfetzen beunruhigter Unzufriedenheit drangen an die Bühne. Das Murmeln und Sturmgewirr der Menge schwoll immer weiter an. Wir verlieren sie, Vater, tut was, flehte einer der Adligen. Bitte, sie lieben euch. Benedikto schaute die Delegation an und gab schließlich nach. Nun gut, es ist meine große Ehre, an diesem Tag ein paar Worte der Würdigen zu sprechen. Die Leute murmelten zufrieden, als Erzbischof Benediktus das Podium erkam. Seine tröstliche Gegenwart schien die Leere im Tal zu füllen. Bald schon hatten die Besuchermenge sich beruhigt und warteten gespannt auf die Worte ihres geistigen Oberhaupts. Der Erzbischof hielt inne, um den Moment in sich aufzunehmen. Doch dann hob er die Hand. Jubel ertönte und Benediktus begann zu sprechen. Helles Blut drang aus frischen Wunden, als Varian von seinem mächtigen Hieb der klubbigen Axt des Drakonin getroffen zurücktommelte. Das massige Wesen walzte vorwärts und holte erneut mit der zweiten Axt aus. Varians Schwert konnte den späteren Schlag kaum abhalten und er wurde rückwärts geschleudert. Er erblickte eine kleine Lücke in der Verteidigung, sprang geübt nach vorn und hackte in den Brustrüstung des Wesens. Doch seine Klinge glitt unter einem grellen Funkenring einfach ab. Der Drakonite schaute nach unten und lachte tief und kehlig. Dann umkreiste er den geschwächten Krieger, spielte mit dem Menschen. Anduin schickte seinen letzten Pfeil auf die Bestie, doch sie waren nicht mehr als Mückenstiche auf dicker Knollhaut. Ungerührt führte Varian weitere Manöver gegen das Wesen und versuchte, seine Aufmerksamkeit vom Prinzen abzulenken. Während Schlag um Schlag auf dem König niederprasselten, Anduin konnte nur voller Schmerz zusehen, wie sein Vater sich vergeblich bemühte, die enorme Macht des Monsters abzuwehren. Plötzlich wirbelte der Drakonide herum und bewegte sich schneller, als seine Größe es für möglich halten ließ. Varian gelang es, seine Axthiebe zu parieren, doch der dornbewehrte Schwanz traf den König mitten auf der Brust und warf ihn zu Boden. Varian schlug hart auf, kam rollend zum Stillstand und bewegte sich nicht mehr. Entsetzt blickte Anduin auf den anstrengenden Körper seines Vaters. Es kam ihm wie ein Albtraum vor, aus dem er nicht erwachen konnte. »Vater!« schrie Anduin. Doch Varian lag nur still da, über und über mit Staub und Blut bedeckt. Anduin ging auf den König zu, doch dann spürte er, wie der Boden unter seinen Füßen erzitterte. Er blickte gerade noch rechtzeitig hoch, um zu sehen, dass der Drakonide wie ein wütender Stier auf ihn zustürmte. Riesenhaft und gnadenlos. Seine riesigen Äxte schnitten bereits durch die Luft und hatten es auf den Schild des Prinzen abgesehen. Anduin ließ sich nach hinten fallen und hielt seinen Bogen wie eine Feder in einem Sturm vor sich. Die Axt des Drakoniden krachte auf die Waffe des Jungen, zerschlug sie und schleuderte ihn auf den Boden. Anduin fand sich selbst mit dem Gesicht voran im Dreck wieder. Seine Arme und Brust fühlten sich vom Aufprall taub an. Er versuchte aufzustehen, doch sein betäubter Körper verweigerte sich ihm. Alles, was er vermochte, war, sich zur Seite zu rollen. Doch das genügte, um ihm das Leben zu retten. Denn gerade in diesem Moment sauste der Axt an der Stelle auf dem Boden, wo er eben noch gelegen hatte. Dreck und Kiesel stoben unter dem immensen Schlag in alle Richtungen und brannten ihm im Auge. Der Prinz brach zusammen und keuchte verzweifelt nach Luft, als seine Gedanken sich überschlugen. Anduin betrachtete den reglosen Körper seines Vaters und zwang sich dann, zu den gewaltigen Drakoniden aufzublicken. Er versuchte seine Furcht zu unterdrücken und dem gebrüllten Stolz seines Prinzen von Stumme zu zeigen, so wie sein Vater es getan hätte. Er starrte dem Wesen fest in die kalten blauen Augen und fühlte, wie ihm merkwürdige Ruhe überkam. Der Halbdrache hob seine Äxte hoch über den Kopf und grinste. Die krummen Zähne der Bestie tropften vor Blutdurst. Anduin sprach ein kurzes Gebet in der Gewissheit, dass es bald vorbei sein würde. Die Äxte saust mit einem fast schon frohlockenden Zischen abwärts. Plötzlich tanzte über ihn ein Wirbel aus blauer und goldener Rüstung. Da war sein Vater, blutüberströmt und wankend. Mit ausgestrecktem Schwert gelang es ihm, den Hieb des Drakoniden in einem Blitz aus Licht und Funken aufzuhalten. Unter einem markerschütternden Kreischen von aufeinandertreffendem Metall riss er auf Prosoval die Axt aus den Händen des Drachenmenschen, als auch das Schwert aus Varians Griff. Genau in diesem Moment, als die zweite Axt des Drakoniden nach unten fiel. Varian führte den brennenden Biss der Klinge, die seine Rüstung zerschlug, und sich tief in seinen Brustkorb bohrte. Die Wucht des Schlags ließ den König zu Boden krachen, doch seine Augen ruhten auf Anduin, um sich davon zu überzeugen, dass sein Kind unverletzt war. Ihre Blicke trafen sich, und Varians Augen wurden weich vor Erleichterung, als er sah, dass seinem Sohn nichts geschehen war. Doch als der Staub sich legte, ließ der Anblick Anduin vor Schrecken erstarren. Varian lag ausgestreckt mit verdrehten Gliesmarten auf der Erde, die Axt des Drakoniden ragte aus seiner Brust, Anduin entfuhr ein gequältes Wehklagen. Der Moment schien sich bis in die Ewigkeit auszudehnen.
Varian blickte tief in die Augen seines Sohns und ließ ihn wissen, dass alles in Ordnung war. Dies ist das unvermeidliche Schicksal der Fremdkönige. Der Drakonide stand über Varian und lachte, als der gesteinerte König hustete und mit einem Blick Anduin um seinen letzten Gefallen anflehte. Lauf! Flüsterte Varian, als die Kehle und sanfte Schmerzen ihn umarmte. Lass mich der Letzte sein, der diesen Preis bezahlen muss. Das Wesen grinste auf den König hinab und zog die Axt aus Varians Brust. Es war ein merkwürdiges, dumpfes Gefühl. Aller Schmerz, aller Trauer waren vergangen. Varian wusste, dass er sterben würde, wie er gelebt hatte. Das Wesen hob die Blutnase-Klinge über seinen Kopf. Ihre schattigen Oberfläche glänzte im Schein der untergehenden Sonne. Wie friedlich es hier ist, Tiffin. Varian fühlte, wie die Welt davonglitt. Doch dann kniete plötzlich jemand neben ihm, betete und ließ sich von dem drohenden Drakoniden nicht vertreiben. Der König kämpfte um sein Bewusstsein und erkannte langsam, dass es sein Sohn war. Die Arme des Prinzen waren hoch erhoben, seine Rufe und Gebete beschützten den Vater und hielten das Wesen zurück. Jetzt stand Anduin auf und öffnete die Arme weit zum Himmel. Eine goldene Nova heiliger Energien zwang das Monster, sich zurückzuziehen, als der Prinz stark und furchtlos auf es zutrat, wie ein König. Als Anduin das Machtwort Barriere rief, schien der Friedhof um den König und den Prinzen herum zu verschwimmen und zu schimmern. Der Drakonide war verwirrt und schwang die Axt nach dem Prinzen, doch die mächtige Waffe glitt wirkungslos mit einem himmlischen Klingen ab. Varian beobachtete erstaunt Anduins Ausdauer. Der Drakonide umkreiste ihn und bereitete sich auf einen Angriff vor. Und Anduin einzige Waffe war sein Glaube. Varian versuchte nach seinem Schwert zu greifen, aber es lag zu weit entfernt. Er fiel zurück und keuchte vor Schmerz. Er konnte kaum atmen, geschweige sich denn bewegen. Anduin stand mutig und entschlossen wie ein Felsen da, selbst als der Drakonide sich auf einen letzten Ansturm vorbereitete. Varian rollte sich trotz des sengenden Schmerzen zur Seite und versuchte aufzustehen. Er musste etwas tun. Da spürte er plötzlich den schweren Splitter der Rüstung des schwarzen Drachen unter seinem Gürtel. Mühsam versuchte er, an ihn heranzukommen, und schließlich zog er die rasiermesserscharfe Spitze hervor. Als der Drakonide auf ihn zustimmte, stand der Junge unbewegt da, umgeben von einer Aura heiligen Lichts. Er streckte die Handflächen zum Himmel und sprach die magischen Abwehrworte. Mit jedem Wort bebte die Erde vor Energien, und da der Grabsteine erzitterten, als die Wogen über die glänzende Oberfläche des Sees sandte. Am Himmel explodierte ein feuriger Blitz, der den angreifenden Drakoniden traf. Das Inferno blendete die Bestie, als es auf Anduin gelassene Gestalt zustolperte, schrie das abscheuliche Wesen vor Schmerz und Zorn. Der Drakonide stürzte. Ohne den Schutz der dunklen Magie färbte sich seine Rüstung schnell grau und wurde stumpf. Im letzten Moment sprang Varian mit all ihm noch zur Verfügung stehenden Kraft nach vorne und erhob die hungrige Spitze des Splitters von Todesschwinges Rüstung. Wie eine mächtige Lawine stürzte das immense Gewicht des Drakoniden auf Varian herab. Als der Rasiermesser scharfe Splitter sich durch die Rüstung des Monsters in seine Brust bohrte. Irgendwo in seinem Geist hörte Varian einen Schrei, halb Kriegsschrei, halb Schmerzensschrei. Er war sich jedoch nicht sicher, ob er von ihm oder von dem Wesen stammte. Dann umfing ihn die gnädige Schwärze. Irgendwo weit entfernt spürte Varian Anduins Gegenwart. Er öffnete die Augen und sah, wie sein Sohn in den Armen hielt. Die Tränen des Jungen verwischten sich mit dem Blut des Königs, das unter ihm eine Lache bildete. Jaina und Jonathan kamen auf den Friedhof gerannt, gefolgt von einer Reihe Wachen. Der General blickte finster drein und befahl seinen Männern, die Leichen der Auftragsmörder zu durchsuchen. Jaina fiel neben dem König und dem Prinzen auf die Knie. Sie sah sich Varians schreckliche Wunde an, dann blickte sie zu Anduin und schüttelte den Kopf. Varian sah mit einer neuen gefundenen Wärme und Bewunderung zu Anduin auf. Du hattest recht, sein Gesicht verzerrte sich vor Schmerz. Liebe überdauert alles. Anduin wischte das Blut und den Schmutz vom Gesicht seines Vaters. Doch Varian konnte seine Berührung kaum spüren. Sein Körper war so kalt, die ganze Welt um ihn herum schien dahin zu schmelzen. Die Sonne schien jetzt wie Blut am Horizont und tauchte den gesamten Friedhof in ein tiefrotes Licht. Der König schloss die Augen und ließ das Licht gewähren. Als die Ehrenwache von Sturmwind sich um den sterbenden König versammelten, wurde sein rasselnder Atem weicher und schwächer. Es tut mir so leid, Vater, brachte Anduin unter Tränen hervor. Varian öffnete noch einmal die Augen und versuchte zu lächeln. Nein, ich bin es, dem es leid tut, dass ich nicht früher erkannt habe, was du bist, was du Schimmer warst. Ich bin so stolz, dass du mein Sohn bist. Varian streckte die blutige Hand aus und berührte die tränenverschmierte Wangen des Jungen.
Traure nicht um mich, Anduin. Dies war schon immer mein Schicksal gewesen. Lass es nicht auch das deine sein. Mit diesen Worten erschlafften Varians Arm und sein Körper entspannte sich. Lange Zeit saß Anduin wie versteinert da. Sein Körper war taub, sein Leben wirbelte vor seinen Augen davon. Jonathan reichte dem jungen Mann die Hand, um ihm aufzuhelfen. Kommt, Anduin, wir müssen euch in die Sicherheit der Burg bringen. Das Erbe muss beschützt werden. Anduin bewegte sich nicht, hörte die Worte des Generals nicht, sondern starrte nur ungläubig auf die sterbende Hülle seines Vaters. Lass uns diesen Ort verlassen, bat Jaina ihn und streckte die Hand nach ihm aus. Doch der Prinz stieß sie beide beiseite und wischte sich mit dem plötzlichen auffallenden Zorn die Augen trocken. Nein, so wird es nicht enden, erschütterte den König. Hörst du mich, Vater? Ein Prinz wird nie wieder zusehen, wie ein geliebter Mensch vor seinen Augen stirbt. Dies ist nicht dein Schicksal. Anduin schrie in den Himmel und die Wolken schienen sich zustimmend zu teilen. Die anderen Anwesenden beobachten staunend, wie der Prinz seine Augen schloss und einen Gesang anstimmte. Zuerst klangen seine Worte sanft und weich, doch bald schon stieg seine Stimme an und wurde zu einem wundervollen, mächtigen Lied. Und als seine Worte erklangen, begannen seine Hände zu leuchten. Erst mit einem schwachen Licht, dann heller und heller, bis sie sogar die untergehende Sonne verblassen ließen. Heiliges Licht umfing den Friedhof wieder schattenlose Mittag. Das Lied schwoll zu einem fiebrigen Gesang an. Der junge Priester erhob die Augen und die Stimme zum Himmel und bat das Herz des Universums selbst um seine göttliche Macht. Plötzlich brachen fließende Strahlen heller als tausend Sonne aus Anduins Fingerspitzen, drangen in den Körper des Königs ein und hüllten alles in einen leuchtendes gelben Schein. Die Wachen sogen erschrocken den Atem ein, traten zurück und schützten ihre Augen, als Varias gesamtes Wesen einen Sturm aus reinem Licht erbebte. Und in der Mitte all jener Geschehnisse war Anduin und hielt seinen Vater dicht an sich gepresst, als sein Wirbel aus unendlicher Schönheit zwischen ihnen tanzte. Ganz im Gegensatz zu der intensiven, wirbelnden Energie, die um sie herum waberte, sprach der Prinz mit melodischer und sanfter Stimme, legte seine Hände auf die Stirn des reglosen Königs und begann friedlich zu beten. Benediktus war ganz in seinem Element. Die Menge jubelte jedem seiner Worte zu. Eines Tages würde das Volk von Sturmwind erkennen, dass dieser Tag unvermeidlich war. Dass die Welt durch ihn endlich mit diesen großen Ereignissen gereinigt würde. Er streckte seine Arme zu den Massen aus, die seine Lippen hingen. In diesem Moment, in dem ich vor euch stehe, erleben wir finstere Zeiten. Die Grundfesten dieser Welt sind erschüttert. Azeroth wird nun durch ein göttliches Feuer geläutet. Noch lange werden wir diese Tage der Prüfung als Schmelztiegel erkennen, in dem ein neues Zeitalter geboren wurde. Die Menge jubelte, ohne zu wissen warum. Benediktus lächelte in sich hinein und schloss zufrieden die Augen. Plötzlich erscholl erneut Jubel aus der Menge, jetzt sogar noch lauter als zuvor. Überrascht öffnete Benediktus die Augen wieder. Ein weiteres Jauchzen, nochmals lauter als zuvor. Der Erzbischof drehte sich um zu sehen, was die Meute so in Freude versetzte. Zerzaus und Blut überströmt humpelte König Varian Prinz Anduin auf die Bühne. Vor Erschöpfung gelang es ihm kaum, sich gegenseitig zu stützen. Als die Leute erkannten, in welchem schlimmen Zustand sie sich befanden, ging ein besorgtes Murmeln durch die Reihen. Doch Varian hob die Hand in einer beruhigenden Geste und die Menge verstummte. Benediktus war vollkommen sprachlos, als er sich vorbeugte und die Bühne für den König von Sturmwind räumte. Varian schleppte sich auf das Podium. Anduin half ihm, sich trotz seiner geschwächten Zustands aufzurichten. Varian klopfte seinen Sohn auf die Schulter und nickte ihm anerkennend zu, als Anduin sich zu Jaina und dem Rest der Ehrendelegation zurückzog. Plötzlich dämmerte es Varian, dass er nie die Zeit gefunden hatte, um seine Rede zum Tag des Gedenkens vorzubereiten. Der König hielt einen kurzen Moment inne, versuchte trotz des Schmerzens zu lächeln und erkannte erstaunt, dass er mit absoluter Klarheit ganz genau wusste, was er zu sagen hatte. Er deutete auf die gewaltigen Statuen um sie herum. Hört mich an, Volk von Sturmwind. Euer König steht vor euch mit immer noch schlagendem Herzen, einem Trommeln, die jeden Tag stärker wird. Wenn sie die Entschlossenheit erblickt, mit der ihr gewillt seid, unser Leben nach der Tragödie wieder aufzubauen. Genau wie diese Statuen immer noch stehen und über uns wachen, so wird auch Sturmwind jetzt und in Ewigkeit bestehen. Als ob die ersten Strahlen der Morgensonne plötzlich am Horizont auftauchten, explodierte die Menge mit dem hellsten Jubel, der je vor den Toren der großartigen Stadt der Menschen erschafft war. Wir haben uns heute am Tag des Gedenkens versammelt, um die Helden zu ehren, die uns durch das Licht ihr Leben und zum Ruhm ihrer Taten den Weg gewiesen haben. Die Menge antwortet mit begeisterndem Applaus. Usa, Lichtbringer! Das Jubeln wandelte sich ein wildes Gebrüllen. Anduin Lothar! Die Erbekundungen überschatteten alles, während Varian geduldig wartete, bis der Jubel nachließ. Er war überwältigt voll Stolz auf sein Volk und seine Stadt.
Doch nun schlug seine Stimme einen traurigen Ton an. Erneut stehen wir einer großen Gefahr gegenüber. Der König zeigte auf die beschädigten Türme. Selbst jetzt tragen wir die frischen Namen böser Mächte, die unsere Vernichtung herbeisehen. Varian hob die Stimme, damit alle ihn hören konnten. Doch die Menschheit lässt sich nicht so leicht erschüttern. Wir stehen in der Bresche und halten die Front. Wir lassen uns niemals zu Sklaven unserer Furcht machen. Die versammelte Menge schrie in wilder Euphorie. Auf der Bühne hinter dem König applaudierten die Mitglieder der Delegation einmütig. Alle Streitigkeiten und Beschwerden schwanden in diesem furiosen Moment, als die Menge weiterbrüllte, blickte Varian zu Jaina und Anduin und musste gegen seine eigenen tiefen Gefühle ankämpfen. Er richtete das Wort wieder an die Menge. Seine Stimme war weicher und väterlicher, so wie das Volk von Stummen sie noch nie gehört hatte. An diesem Tag dürfen wir nicht nur das Gute gedenken, sondern müssen uns auch an den Schlechten erinnern. Denn nur Not und Fehlschlag können uns dazu bringen, unser Bestes zu geben. Ich selbst war ein abwesender König, der unsere Feinde mitten im Herz der Unterwelt jagte. Eure Sicherheit ist meine wichtigste Verantwortung. Und euer Wohlergehen meine erste und wichtigste Pflicht. Denn die Wahrheit ist, dass nicht das Volk, der dem König dient, sondern der König sein Volk. Erneut brachten die Leute den Jubel aus. Rosen flogen auf die Bühne und Glückwünsche erschallten aus jeder Ecke der Menge. Es war klar, dass die Leute sich mehr um ihren König sorgten, als ihr bewusst war. Diese Erkenntnisse bewegten ihn tief. Ich war nicht immer der beste Herrscher, oder Vater, oder Ehemann. Varians Augen wurden vor Erinnerung glasig. Er drehte sich zu seinen Nonen um und nickte. Ein weiser Mann sagte einst, jeder von uns muss in jede Richtung wachsen, jeden Tag. Nun, es steckt noch immer ein wenig Kraft zu wachsen in meinen alten Knochen, und hinter mir sehe ich eine Stadt, die sich aus der Katastrophe erhebt, mit neuer Hoffnung und glänzenden neuen Türmen. Jetzt jubelten die Architekten und Steinmetzer am lautesten. Varian hob die Hand, um fortzufahren. Ja, wir ehren die Vergangenheit, aber unsere Augen blicken fest auf unsere bessere Zukunft. Eine, die wir gemeinsam schmieden, für uns selbst, für unsere Kinder und für unsere Kindeskinder. Im nachfolgenden Aufbrause vermischten sich Liebe und Hoffnung zu einem mächtigen neuen Gebräu. Varian ließ den Blick über die Menge wandern und sah so viele junge Gesichter, die zu ihm aufblickten. Kinder, die bald schon ihre eigenen Aufgaben bewältigten und die Welt auf ihre ganz eigene Art zu einem besseren Ort machen würden. Jede Generation ist es bestimmt, ihre eigene große Versprechen zu erfüllen, und ganz sicher wird jede Generation sich ihren eigenen Prüfungen und Widrigkeiten stellen müssen. Einige werden sich vielleicht sogar sicher sein, dass das Ende bevorsteht, doch es ist nichts Wahres an der Lüge aus den Gasthäusern, dass die guten alten Tage ein für alle Mal vorbei sein werden. Nein! Jeder Tag, an dem wir leben, ist ein großartiger Tag. Und jede Generation findet ihren eigenen Weg, um die großartige Generation zu werden, die je auf dieser Welt gewandelt ist. Als die Meute toste, warf der König der Ehrengeneration einen verstohlenen Blick zu. Jaina lächelte und Anduin klatschte lauter als alle anderen Beifall. Das silberne Medaillon seiner Mutter tanzte freudig in seiner Kette. Das Gesicht des jungen Mannes strahlte vor Stolz und noch etwas anderes. Liebe. Varian fühlte sich in seinem Kampf um die Sicherheit der Welt nicht mehr alleine. Das Blut seines Vaters floss in seinen Venen und sein eigenes in Anduins. Varian fühlte die Wärme und den Trost in seinen Ahnen über den großen Graben hinweg. Sie verliehen ihm die Stärke, König zu sein, und eines Tages würden sie Anduin die Macht verleihen, sein eigenes Schicksal zu erfüllen. Varian lächelte seinen Sohn an und wandte sich dann mit einem Gefühl der Gewissenheit der Menge zu, die leeren Stellen füllten, welche so lange an seinem Herz genagt hatten. In der Vergangenheit haben wir uns auf Stärke und Stahl verlassen, in unserem Weg zu schmieden. Beschützen, was wir können und zerstören, was wir müssen. Doch das ist nicht der einzige Weg. Wenn wir diese Welt jemals wiederherstellen wollen, muss eine Zeit kommen, in der die Anführer Azeroths nicht mehr die Krieger sind, sondern die Heiler. Diejenigen, die lindern können, statt zu zerbrechen. Nur dann können wir die tiefsitzenden Krankheiten heilen und dauerhaft Frieden erreichen. Von allen Seiten erklangen Rufe des Zuspruchs. Sogar Baron Laskova und seine adligen Speichellecker standen und jubelten, von der Macht und dem Stolz der königlichen Vision mitgerissen. Varian Vryn hob beide Hände, um die Zuschauer ein letztes Mal zum Schweigen zu bringen, und zeigte dann erneut auf die großen Statuen im Tal. Schaut hinauf, unsere alten Helden stehen aufrecht, um am heutigen Tag ihre rechtmäßige Ehrung zu empfangen. Doch jetzt schaut neben euch, an eure Seite, in dieser Menge, stehen all die Helden von morgen. Ihr und ihr und ihr. Jeder von euch wird eine Rolle spielen. Jeder von euch wird die Bedeutung sein,
Einige werden an einem eigenen Gedenktag für Taten geehrt, die weitaus großartiger sind, als wir es uns heute überhaupt vorstellen können. Die jüngere Generation ließen ihr Brüllen in die Menge erschallen. Unschuldige Augen leuchteten mit dem Versprechen und der Aufregung von heldenhaften Abenteuern, die sie erwarteten. Sogar der raue Feldmarschall Afrisabi gab vor, dass das in seinen Augen eine Mücke und keine Träne war. Also, Bewohner von Sturmwind, wir wollen uns an diesem Tag vereinen. Lasst uns unsere Versprechen erneuern, das Licht zu bewahren und zu beschützen. Gemeinsam werden wir uns diesem neuen, finsteren Sturm stellen und ihn wiederherstellen. Und ihm widerstehen, wie es den Menschen immer getan hat und immer tun wird. Den größten Jubel hatte die Menge sich für das Ende aufgespart. Lang lebe König Varian! Lang lebe König Varian! Stieg dieses Gesang voller Inbrunst und Überzeugung zum Himmel auf. Das Tosen fand kein Ende, hallte tief in den Wäldern von Elfwelt hinaus und war sogar noch leise an den fernen Gipfeln des Rotkampfgebirges zu hören. Als Varian sich in der Wärme seines Volks sonnte, fühlte er sich zum ersten Mal seit Jahren wirklich zu Hause. König Varian Vryn bemerkte seine Freude über sein großes Glück, ein Vater zu sein, die unglaubliche Ehre, der König von Sturmwind zu sein, nicht zuletzt den unbändigen Stolz, ein Mensch zu sein. Das war zur offiziellen World of Warcraft Blizzard Original Lore von Varian Vryn mit einem epischen Cinematic und Musik dazu als Outro und hier jetzt nochmal so ein kleines Voice-Outro sozusagen als kleiner Abschluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und eigentlich möchte ich das Ganze schon beenden, weil wir ja schon bei einer Stunde und 16 Minuten sind. Ich habe ja schon immer wieder gesagt, dass die World of Warcraft Blizzard Original Lore ein bisschen länger gehen können. Aber trotzdem möchte ich das Ganze hier abschließen mit folgenden Worten. Als nächstes beanspruchen wir denn in der Blizzard Original Lore Thrall. Dies wird dann wahrscheinlich am 17.02. geuploadet werden. Das Ganze könnt ihr natürlich, wie gesagt, in der Über uns Seite bei mir im Kanal sehen. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Blizzard Original Lore. Mein Name ist Blackwitch, tu nicht das, was ich nicht auch tun würde. Und ja, bis dann und ciao.